Jetzt habe ich die Chance gleich ergriffen und da der Günther Wiechmann heute bei mir ist und in Verbindung steht mit dem Erzengel Uriel und habe ihn gebeten, noch ein bisschen zu bleiben und wir wollen jetzt uns noch mal ein paar andere Fragen angucken. Günther, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei mir bist und dass wir jetzt mal auch weitere Fragen stellen können und du den Uriel, den lieben Erzengel Uriel, uns channelst. Und ich bin echt gespannt, was da kommt. Ja, mache ich gerne und nutze die Zeit, kann ich nur sagen. Also die Fragen beantwortet er sicherlich gerne. Genau, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Hm? Und zwar, es geht mir mal um das Wahrheitsempfinden. Wie kann ich denn mein Wahrheitsempfinden trainieren, wie kann ich es schulen, sodass ich immer sicherer werde, um zu erkennen, was ist denn nun Wahrheit und was ist Fake, was ja im Moment sehr aktuell ist. Ne? Oh. Ja. Nur denn? Das ist wohl allerdings richtig. Mal sehen, was Uriel mir dazu sagt. Ich nehme mal eben den Kontakt nochmal richtig auf, weil ich musste jetzt auch eben gerade an den Präsidenten denken, wo du meintest mit Fake und ja, was ist eigentlich Wahrheit? Um Wahrheit wirklich zu empfinden oder für dich Wahrheit zu empfinden, ist wichtig, dass dir klar ist, es gibt nicht die eine Wahrheit, die für alle richtig ist. Es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit. Es gibt auch eine universelle Wahrheit, die ist sehr vielschichtig. Wahrheit, ich nehme lieber den Begriff Wahrhaftigkeit, entsteht nicht aus einer Sicht, aber ich kann es immer nur aus einer bestimmten Perspektive sehen. Meine Sicht auf die Wahrheit ist eine andere als deine Sicht auf die Wahrheit. Du wirst die Wahrheit anders beschreiben als ich oder irgendjemand von euch. Jeder empfindet seine individuelle Wahrheit. Und deine Wahrheit ist genauso richtig wie deine Wahrheit, wie meine Wahrheit. Um Wahrheit zu definieren, ist es wichtig, ehrlich zu sein zu sich selbst, im Vertrauen auch zu sich selbst zu sein. Vertrauen ist auch eine Basis, eine Grundlage von Ehrlichkeit. Nur wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, zu meiner Wahrheit, zu meiner Einsicht, zu meinem Empfinden zu stehen, sie so zu nehmen und so auszudrücken, wie ich sie in diesem Moment gerade empfinde, wie ich sie sehe, wie ich sie fühle, dann kann ich Wahrheit sprechen. Wenn ich in mir selbst unsicher bin, wenn ich Angst habe, verstehst du mich eigentlich richtig, wenn ich mich jetzt ausdrücke, wie soll ich dir jetzt meine Wahrheit so beschreiben, dass du sie nehmen kannst? In dem Moment fange ich an, die Wahrheit zu verdrehen, eine andere Perspektive einzunehmen, so dass du sie dann annehmen kannst. Das wird nur teilweise funktionieren und ich werde meine Sicht auf die Dinge verzerren, ich werde meine Sicht verlieren. Wenn du dir deiner Sicht und deiner Wahrheit sicher bist, dann ist das die Wahrheit. Es ist eine Frage von Vertrauen. Wenn du in dir selbst Zweifel fühlst, spür hin, was sind das für Zweifel? Ist es dein Verstand, ist es dein Kopf, der dir sagt, also das, was du da im Herzen fühlst, dass es da noch etwas anderes gibt, dass es Liebe gibt, dass es jemand gibt, der dich liebt, der vielleicht gar nicht sichtbar ist für dich und dein Verstand dann sagt, das glaube ich nicht, bleib mal auf dem Teppich, wie ihr euch ausdrückt, dann verlierst du Kontakt zu dir selbst, verlierst Kontakt zu deiner Wahrheit. Und dann würdest du es vielleicht in Zukunft so ausdrücken, ich kann mir vorstellen, dass es da noch etwas anderes gibt.
Und du wirst nicht mehr sagen, ich fühle, es gibt noch etwas anderes. Und schon hast du den Pfad sozusagen der Wahrhaftigkeit verlassen. Wahrheit zu empfinden, versetzt dich in einen Zustand der inneren Ruhe. Weil in dem Moment, wo du Wahrheit empfindest, hast du keine Zweifel. Immer wenn Zweifel da sind, Zweifälle, befindest du dich in der dualen Welt. Dann mischt sich zu der inneren Wahrnehmung der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit, die immer im Herzen ruht. Wahrheit kannst du im Herzen erkennen, nicht mit dem Verstand. Der Verstand ist trügerisch. Und der Verstand ist eben halt sehr eng verbunden auch mit dem Ego, mit den angelernten Mustern, mit den Wertungen der Gesellschaft, der persönlichen Wertungen. Wenn du die Wertung verlässt und dich auf dein Herz beschränkst, dann wirst du wissen, was wahr ist. Und das trifft ja dann auf Meldungen, ich sag's mal bewusst so allgemein zu, die zu mir kommen. Es kommen ja bestimmte Informationen zu mir. So, ja. Und da jetzt rein zu fühlen, was ist denn für mich jetzt wahr an dieser Meldung? Du hast das sehr gut ausgedrückt, genau darum geht es. Was für dich wahr ist an dieser Meldung? Zu beurteilen, ist diese Meldung jetzt wahr oder ist es, wie ihr sagt, fake? Das zu beurteilen, ist sehr schwer und teilweise auch nicht möglich, weil es einen Grenzbereich gibt. Was für den einen Wahrheit ist, ist für den anderen die Unwahrheit, ist Fake, ist Lüge, weil er eine andere Sicht drauf hat. Wenn du ein Gefühl für eine Meldung hast, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Denn nehme es für dich nicht als wahr hin, bloß weil es vielleicht jemand gesagt oder geschrieben hat, zu dem du ansonsten vielleicht Vertrauen hast, der ein besonders hohes Ansehen hat oder eine verlässliche Informationsquelle in eurer Gesellschaft darstellt. Wenn es für dich sich nicht als Wahrheit anfühlt, nimm es nicht als Wahrheit an, weil es ist nicht deine Wahrheit. Und du als Mensch kannst nur deine Wahrheit sehen, deine Wahrheit leben. Und wenn du in deiner Wahrheit bist, dann bist du auch in Verbindung zur universellen Wahrheit. Wenn du versuchst, die universelle Wahrheit zu erkennen, zu leben und dabei den Kontakt, das Vertrauen zu deiner eigenen individuellen Wahrheit, zu deinem Bewusstsein verlierst, dann wirst du auch die universelle Wahrheit nicht greifen können. Also die universelle Wahrheit kommt im Grunde aus dem Herzen. Du kannst sie mit dem Herzen erkennen. Ja, ja. Ne? Die universelle Wahrheit ist. Die kommt nicht, die ist. Die besteht. Punkt. Punkt. Ja, es gibt... Entschuldige, dass ich jetzt lache. Uriel sagt mir gerade, ach, jetzt seid ihr wieder bei dem Thema Zeit angekommen. Er möchte noch kurz darauf hinweisen, weil aus seiner Perspektive, aus seiner Sicht ist er außerhalb der Zeit. Das heißt, für ihn gibt es nicht Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart, für ihn gibt es das Jetzt und es ist für ihn wie verschiedene Räume zu betreten. Und wenn wir jetzt sagen, dass Autos fliegen können, das ist Fake, das ist eine Lüge, dann ist das für uns richtig im Hier und Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt ja aber nicht, dass das also in vielleicht 100 Jahren also nicht vielleicht Wahrheit ist und dementsprechend der universellen Wahrheit, die ja losgelöst von Zeit und Raum ist, nicht vielleicht doch dieser Wahrheit entspricht. Und aus dem Grund, ach jetzt weiß ich, warum Uriel dahin wollte, da nochmal drauf hinweisen,
aus diesem Grund, meint Uriel, ist es für uns nicht ratsam zu versuchen zu bewerten, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern wir sollen danach gehen, was ist für uns unsere individuelle Wahrheit, was fühlt sich für uns richtig an, was fühlt sich für uns stimmig, gesund und gut an. Und danach sollen wir handeln, das sollen wir nehmen. Und was alles, was sich nicht gut und nicht richtig anfühlt, ohne Wertung... Finger weg. Belassen, ja. Ja. Einfach lassen. Ja. Ja. Auch wenn es manchmal irgendwie komisch ist, ne? Ja. den Weg zu gehen. Ja, das kennen wir ja aus unserem ganz normalen Leben. Ja, ja, wunderbar. Zum Thema Wahrheit möchte ich jetzt auch nochmal einen Bogen schließen. Und zwar, es gibt ja zum anderen das Thema Dunkelheit. Es gibt aber auch Ängste. Und letztendlich hängt das relativ eng zusammen. Wir haben in unserem menschlichen Dasein Ängste. Viele Ängste sind wichtig. Ich habe Angst, über die belebte Straße zu gehen. Ja, weil sonst bin ich mausetot. Oder von der Klippe runterzufallen, gehe ich lieber einen Schritt zurück, weil sonst ist Schluss mit meinem Leben. Das sind gesunde Ängste, Überlebensängste. Okay. Aber es gibt auch ganz viele, die eben durch bestimmte Informationen, die zu uns kommt, suggeriert werden. Und damit sind wir sehr nah bei der Dunkelheit. Das heißt, wir gehen ja, wenn wir Ängste haben, runter in der Schwingung. So. Und wie sieht Uriel das, was wir jetzt idealerweise machen können, wie wir, sagen wir mal, mental mit diesen Ängsten besser umgehen können, um eben aus diesem dunklen Tal leichter rauszukommen, wenn wir denn mal wieder reingefallen sind? Es gibt nicht den einen richtigen Weg für alle. Wie du gesagt hast, viele Ängste haben eine wichtige Funktion und sind richtig. Und auch die Ängste, die du vielleicht für dich jetzt siehst als unbegründet, unnötig, haben zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben eine Wichtigkeit, eine Richtigkeit gehabt. Der richtige Umgang mit Ängsten, ich möchte ihn skizzieren als wahrnehmen, sich bewusst machen. Ja, ich habe Angst vor dem Tod, vor Spinnen, vor Dunkelheit, vor was auch immer. Das Bewusstmachen, das Annehmen ist wichtig, um einen Zugang zu deinen Ängsten zu bekommen. Wenn du Angst vor etwas hast und dir diese Angst nicht erlaubst, dadurch verschwindet die Angst nicht, sondern sie verschwindet höchstens aus deinem Tagbewusstsein. In deinem Unbewussten bleibt sie beständig da und wird dich immer dann anspringen, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst, wenn du am wenigsten Bewusstsein dafür zur Verfügung hast gerade. Das heißt, Ängste anzunehmen ist wichtig, sie wahrzunehmen, sie annehmen, ja, das gehört zu mir. Es hat irgendwann in meinem Leben vielleicht auch einmal eine wichtige Funktion gehabt, weil es für mich irgendwann mal wichtig war, bestimmten Spinnen aus dem Weg zu gehen, weil ich in einem Land war, wo es giftige Spinnen gab. Vielleicht war das ja so. Vielleicht war es auch ganz anders. Es spielt keine Rolle. Aber es war für dich vielleicht irgendwann einmal wichtig. Jetzt erkennst du, ja, ich habe Angst vor Spinnen. Das weißt du, diese Angst vor Spinnen, die brauche ich eigentlich nicht, weil die Spinnen hier, ich mag die zwar nicht, aber die tun mir also auch nicht wirklich etwas. Ne? Du weißt, du brauchst die Angst nicht mehr, aber du hast sie sozusagen angenommen als Teil von dir. Und dann kümmerst du dich nicht mehr drum um die Angst. Dann überlegst du dir vielleicht, wie kann ich, wenn ich Spinnen in der Wohnung habe, am besten damit umgehen. Du nimmst dir ein Glas und ein Stück Papier und trägst die Spinne nach draußen in den Garten und du lernst einen Umgang damit, der dich von deiner Angst befreit. Dieses vielleicht sehr einfache Beispiel lässt sich auch übertragen, auch auf tiefer gehende Ängste.
auf Phobien, die einen Menschen wirklich also auch blockieren können. Denn Ängste haben die Eigenschaft, Energie zusammenzuziehen, zu bündeln. Ängste haben immer was mit Enge zu tun. Und Licht und Leben und Liebe ist das Gegenteil von Enge. Liebe, Licht, das Leben, das drängt nach außen, das will sich erweitern. Das heißt, den Ängsten dann, wenn du sie erkannt hast, nicht mehr Beachtung geben als nötig und dich dem hinzuwenden, was in dir ist, was wirklich aus dir raus möchte, dich mehr auszudehnen. Dann dehnst du dich mit deinem Bewusstsein vielleicht so weit aus, dass die Ängste gar keinen Platz mehr haben und einfach aufhören, einfach verschwinden. Das mag in manchen Fällen funktionieren. Bei anderen Ängsten ist es vielleicht auch wichtig, dem wirklich auf den Grund zu gehen, was dahinter steht. Vielleicht ist es wichtig, noch irgendetwas aufzuarbeiten, irgendeine Lektion zu lernen, die dir vielleicht im Moment noch überhaupt nicht bewusst ist, wo dich aber genau diese Ängste hinführen wollen. Das alles sind gute Ängste, auch wenn sie vielleicht sehr störend und sehr einengend für dich sind. Mal ein bisschen die Stimme ölen, ist auch wichtig. Du hast angefangen und hast über die Dunkelheit gesprochen, über die dunklen Kräfte, die Einfluss auf dich haben. Wenn jemand anders dafür verantwortlich ist, für deine Ängste, mit deinen Ängsten spielt, sie benutzt, um dich zu manipulieren, denn mit Ängsten lassen sich Menschen leicht führen, verführen. Dann musst du dich auf deine Art versuchen, dagegen zu schützen. Die Ängste der Menschen wurden immer benutzt, um sie zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Von den Mächtigen eurer Welt ebenso wie von den Eltern. Es wurde gedroht mit Liebesentzug, mit der Rute des Weihnachtsmanns oder mit was auch immer. Ihr habt es gelernt, als Kinder schon mit Angst manipuliert zu werden. Es ist in euch. Das Bewusstsein darüber, dass es so ist, dass du manipulierbar bist, wenn ich deine Ängste anspreche, ist der erste Schritt, dich von dieser Beeinflussung freizumachen. Und das hat was mit Erwachsenwerden zu tun, mit Selbstständigkeit. Das war eine wundervolle Erklärung. Dankeschön dafür. Bitteschön. Und ja, hängt noch ein bisschen im Hals. Ich muss auch meine Stimme gleich mal ölen. Genau, ich werde jetzt gleich erstmal einen schönen Schluck trinken. Ja, das war echt spannend. War das, ja. Ich hoffe, dass jetzt ganz viele von unseren Zuschauern das auch für sich mitnehmen konnten und das ein oder andere, die ein oder andere Angst wirklich erkennen als Manipulation und dann daraus herausgehen können, um dann ihren Lebensweg relativ angstfrei beschreiten in Zukunft dann. Ja, ich denke einfach, es ist wirklich wichtig zu erkennen, wenn ich Angst habe, ist es meine Angst, die in mir ist, die mir irgendetwas sagt über meine Vergangenheit, über mich selbst, über mein Leben, die was mit mir konkret zu tun hat, oder ist es wirklich etwas, was mir von außen aufgesetzt wird? Oh, jetzt kommt ein gefährliches Virus, das macht euch alle krank und nun müsst ihr alle mit Maske, am besten mit Ganzkörperverkleidung, großen Abstand voneinander halten und alle haben Angst vor dieser ganz schlimmen, schrecklichen Krankheit, die sich dann als gar nicht so schlimm und so schrecklich herausstellt. Das sind Ängste, die dann wirklich von außen kommen. Und davor können wir uns, denke ich, alle schützen. Und ich glaube, Uri hat da eben auch so ein paar Wege dazu gezeigt,
Wobei das natürlich irgendwie auch immer eine ganz individuelle Geschichte ist und so Verallgemeinerung, eine allgemeine Lösung, wie man damit umgehen kann, die ist einfach, denke ich, auch wirklich kaum zu geben. Ne? Ein Leitfaden. Ja, man, und da, jeder muss und jeder für sich muss selbst sehen. Genau. Ja, ne, weil es einfach Ängste gehören für uns Menschen einfach dazu und die sind so existenziell und so wichtig und ja, macht einfach ganz viel aus und ja, damit richtig umzugehen, das muss, denke ich, jeder für sich lernen und der ein oder andere braucht dafür professionelle Hilfe von außen. Manche schaffen das ganz leicht alleine für sich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ne? Aber da muss man dann wirklich individuell den richtigen Weg für finden, um mit den Ängsten umzugehen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Erkennen, dann das Verstehen und daraus eben dann zum Beispiel transformieren, handeln oder was weiß ich, was dann kommt. Ne? Ja, ja. Das ist das A und O. Ja, super, danke. Ja. Gut, hat wieder schön geklappt. Ja. Ne? Und ich hoffe, dass du jetzt auch was hast mitnehmen können daraus für dich. Und wie du jetzt mit deinen Ängsten etwas besser und vor allem mit dir selbst etwas verständlicher umgehen kannst, um auch durch all diese aktuellen Situationen gut durchzukommen. Also viel Erfolg dabei und mach's gut. Tschüss.